So, meine lieben Freunde, und damit dann auch ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Let's Play zu Star Wars Jedi The Fallen Order. So, ich guck mal gerade hier beim Meditieren, ob wir eventuell noch einen Fähigkeitenpunkt frei haben. Ich meine, genau, letztes Mal hatten wir keinen mehr, da haben wir schon alle genutzt. So, ich muss gerade, ach ja, genau, wir hatten ja letztes Mal hier diese Absturzstelle von Raum. Imperiale Grabungsausrüstung. 4. Grabungsausrüstung. Imperiale Grabungsausrüstung. Dem Staub nach zu urteilen, liegt sie schon sehr lange hier. Okay. Ja gut, ich finde nicht, dass es wie Grabungsausrüstung aussieht, aber okay. Ich habe nichts gesagt. Ja, viel mehr gibt es hier nicht, ne? Somit würde ich sagen, einmal runter. Okay, ich warte mal gerade ein Sekündchen. So. Gut, den Hammer. So, dieses Vieh als Gegner wurde ja schon zerstört. Oh Gott, gibt's hier wieder viel. Alter, was ist mit diesem Planeten los? Ja, da fuck. Okay, was ist da? Von da sind wir gekommen, ne? Ja, damit können wir nichts machen. Können wir das werfen? Nein, schade. Okay, so, nach links will ich irgendwie nicht. Oder will ich nach links? Ah, nach links geht es zumindest weiter. Ne, ich gehe erstmal nach rechts und schaue mal, was es hier noch so gibt. Oder bin ich von da gekommen? Ne, ich bin von da gekommen, ne? Aber da geht es auch nochmal runter. Okay, das bedeutet, da gibt es auch irgendeinen Weg hoch. Wahrscheinlich komme ich dann von da unten dahin. Okay. Gut, da geht es noch weiter. Da muss ich hin. Ja, okay. Gut, wir gehen da lang. So, von da sind wir ja. Okay! Ja, wahrscheinlich! Ja gut, das war ein kurzer Kampf, würde ich mal sagen. Okay, Moley. Ja, komme ich da rüber? Wahrscheinlich nicht, wenn ich darüber springe, sterbe ich eh. Oder? Ja, ich sterbe. Schade. Vor allem, wie der Sturmtruppler mich da oben noch sieht. Gut, da komme ich, glaube ich, nicht hoch. Nein, da komme ich nicht hoch. Einmal gerade schauen. Ja, ich muss einfach da drüben weiter. Die Musik macht ein bisschen Lärm. So. Ja. Beiß halt fünfmal hintereinander, Alter. Gott, ich kann die Dinger noch nicht mal beleidigen. Nein. Sorry, falscher Knopf mit der Macht. Und viel zu früh gesprungen. Alter, was kann ich? Okay, sorry. So, jetzt haben wir es aber hinbekommen. Was hat denn der für einen Schlag? So, den hier kriegen wir auch noch. Ja, den haben wir noch bekommen. Gutes Ding. Oh, scannen. Scannen. Hallo? Scannen. Ja, scan ihn.
Hammer, sowas. Krass, wir haben schweren Angriffstruppler noch nicht gescannt, okay. Schwere Angriffstruppler. Abgeschirmte, schwere Langstreckenwaffen mit hoher Feuerrate, die zahlreiche Treffer einstecken kann. Langsam, lange Ladezeit vor dem Schuss und lange Abklingzeit nach dem Angriff eröffnet Angriffsmöglichkeiten. So, die Angriffstruppler bilden eine spezialisierte Infanterieeinheit, die an allen Fronten des Krieges für das galaktische Imperium kämpft. Sie werden in erster Linie bei der Verteidigung von Kampfzonen als Unterstützungseinheiten für Sturmtruppler-Patrouillen eingesetzt. Sie agieren überaus effizient mit dem Z6-Rotationsblaster, der konstant schnelle Salven mit großer Reichweite abfeuert und schweren Schaden verursacht. Dabei wird er von einem niederfrequenten Energiestrahl abgeschirmt. Naja, also wirklich konstant schießt er ja auch nicht, ne? Er muss ja nachladen und so. Aber ja, die Dauer, die er so schießt, die paar Sekunden, bis er wieder Pause macht. Neues Lichtschwertmaterial erhalten. Arcetron. Arcetron? Ja, ich... egal. Gut, das hier ist ein Aufzug, würde ich sagen. Ah, okay, da kommen wir wieder hoch, wo wir eben schon waren. Gut, genau, dann können wir da wieder runterrutschen. Okay. Das habe ich schon mal ungefähr verstanden. Gut, dass das gar nicht lange dauert. Oder so. So, das Gute daran ist, wir sind jetzt wieder hier oben. Wir können direkt einmal speichern, damit wir auch nicht verlieren, was wir hier falsch gemacht haben. Was wir schon freigeschaltet haben. Warum falsch gemacht? Ich habe nichts falsch gemacht. Egal. Und ich bin dumm. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt frei. So, wir gehen nochmal rein. Sorry dafür. So, Fähigkeitenbaum. Was haben wir denn? Was können wir? So, links haben wir 1, 2, 3, 4. In der Mitte 3, rechts 3. Gut, ich würde sagen, als nächstes nehmen wir einfach, weil es so schön ist, Leben. Oder Angriff. Hört die Distanz, die Kerl mit einer Sprintattacke zurücklegen kann. Greift Kerl aus einem Sprint heraus an, kann einen speziellen Lichtschwertangriff ausführen. Wartest du einen Moment, bevor du einen Angriff ausführst, nachdem Kerl sein Lichtschwert geschwungen hat, kann er einen Spezialangriff mit größerer Reichweite ausführen. Ich glaube, wir nehmen einfach mal Angriff, damit wir mehr können. Oder was wäre das? Kells maximale Macht erhöht sich. Das wäre auch eigentlich nicht schlecht, ne? Ich glaube, wir nehmen das. Dass wir nur sprinten, dass wir dann einen Special-Angriff machen, weil das mache ich eigentlich relativ häufig, dass ich sprinte und dann angreife. Oh shit, das wollte ich sehen. Hallo? Ja, das passt. Hoffe ich. Nicht verurteilen. Psst. Gut. Ich bemerke übrigens mittlerweile, ich sage enorm oft in jeglichen Let's Plays immer wieder sehr, sehr häufig gut. Schon eine witzige Sache, was für Worte man sich so angewöhnt. Gut. jetzt einmal nach links. Und ich überlege, ob ich erstmal hochfahren soll oder erstmal gucken soll, ob ich weiterkomme. Was ist da hinten noch so kütt? Weiß halt nicht, ob wir... Aber eigentlich müssten wir von da oben einfach wieder runterkommen, ne? Jawohl. Ach komm. Scheiß drauf. Ich gehe weiter. Ich will hier mal gucken, was hier noch so kommt. Darüber komme ich erstmal zumindest nicht. So. Und da lang. Und darüber. Und noch einmal rüber. Und noch einmal. What? Nein, nein, nein! Geht doch. Das ist down. Wie mich das Vieh einfach runterkickt. Oder ich mich halt selber auch so ein Stückchen runtergekickt habe, egal.
Wie immer, wenn ich dumme Sachen mache, vergessen wir einfach, ne? So. Okay. Ich guck mal, Alter, wie es hier so drumherum geht. Junge. Was war das? Dieses Kind hat Angst vor uns. Passt auf, wo ihr hintretet. Der ist echt schnell. Du kannst uns nicht besiegen. Flankiert ihn. Erledigt den Jedi. Er verwendet Stems. Behaltet ihn im Auge. Fordere mich heraus. Hallo, ich blocke doch. Ziel ist mobil. Bleib zurück, ich schaff das. Ich. Alter. Ja, gut. Vor allem geil finde ich halt immer, wenn so zwei Typen da sind, die einfach so beide so ein gefühlt unendliches Schild haben und die beide gleichermaßen auf die Fresse geben. Das heißt, du hast noch nicht mal eine Möglichkeit irgendwie zu kämpfen, vor allem die kommen ja beide nah ran. Ja, okay. Ja. Knall dich selber ab, okay. Boah, mich fuckt das so richtig ab. Oh, geil, könnte ich theoretisch auch wieder rauspiepen. So, kommt das Vieh auch hier wieder rüber? Es kommt halt sogar echt hier rüber, wow. Aber hier hoffentlich nicht hoch. Das wäre echt ein bisschen krass. Ich brauche einen. Achtung! Bestätige. Er sieht ziemlich geschwächt aus. Er könnte entkommen. Wir werden dich besiegen. Ich hab ihn. Ich krieg ihn nicht. Schieß auf ihn. Schwächt ihn. Gib mir einen Stim. Wir müssen ihn aufhalten. Hab ich dich getroffen. So viel für dich. Und ja. Reinschließen. Ich werde dich aufhalten. Jetzt. Das Imperium wird dich immer finden. Nein, Hilfe. Wirf mal her. Das reicht nicht, um mich auszuschalten. Stirb. Du kannst dich allen ausweichen. Einfach auf, Verräter. Ich werde dich besiegen. Vom so blocken kannst du einfach nicht, weil der so oder so irgendwann seinen starken Angriff macht. So alles andere kannst du halt auch nicht. So ausweichen nur, weil wenn der dich einmal haut, liegst du auf dem Boden und dauert fünfmal nach. Neues Lichtschwertmaterial erhalten, immerhin. Naja, und er ist halt jetzt endlich mal down. Danke dafür, Spiel. Neue BD1 Skin. Cool, die kann ich direkt auswählen. Was habe ich denn? Uiuiui, ui, ui, ja, vorher hatte ich mal die mal. Oh, die ist cool. Die nehme ich. Die ist gelb-schwarz. Echo. Ein ausgezeichneter Fund. Er bedarf meiner persönlichen Einschätzung. Ja gut, mit dem Bein da erstmal in der Kiste.
Artefaktfunde. Ein Werkzeug, das ein Arbeiter angesichts seiner Begeisterung über einen rätselhaften Fund während der Ausgrabung zurückgelassen hat. Offenbar hatte er gefunden, wonach er gesucht hatte. Ich müsste mal irgendwo Leben kriegen. Das wäre nicht ganz so schlecht. Oder? Ist hier auch noch irgendwo ein Vieh? Ne, aber... Das... Ah, okay, das ist wieder eine andere Kiste. Ah, okay, hier haben wir einen Speicherpunkt. Cool. Den nutzen wir auch auf jeden Fall. Ja, komm, machen wir ausruhen. Auch wenn dann die Gegner wiederkommen. Ist mir jetzt auch relativ Wayne, weil die alle, soweit ich weiß, eigentlich relativ weit entfernt sind, weil hier war eigentlich keiner. Komme ich da ans Seil? Irgendwie? Sieht nicht so aus. Das wäre aber cool. Also ich komme wahrscheinlich auf jeden Fall da... Ich komme sehr wahrscheinlich... Ja, ich komme da oben rein. Gut, da will ich aber nicht rein. Denn da steht wieder so ein creepy Ding. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Hallo. Ich brauche Hilfe. Ja! Genau! Ich bring den halt einen Scheiß zum Wanken. Gib ihm. Junge! Vor allem der Angriff, dieser Kack-Machtschwung da, ist eigentlich so gedacht, ist ja alles zurückgeworfen, dass auch hier große Gegner so ins Schwanken geraten, am Arsch. Der Klang der Zerstörung, der imperiale MK-270 Pulverisator ist für Projekt Bora von entscheidender Bedeutung, da die Eisbarrieren in den Höhlensystemen auf Zepho nur mit einem extremen Kraftaufwand durchbrochen werden können. Selbst die Spezialsägen des Imperiums reichten nicht aus, um die Eisdecke aufzubrechen. Oh, läuft. Alter, jetzt lass hier nicht noch so ein Vieh herunterkommen, bitte. Ja, da unten bin ich schon lang gelaufen. Wenn die Dinger, da komme ich nicht dran, ne? So weit kann ich nicht springen. Guck mal, geh mal hier hoch, ich schau mal hier oben, was es hier vielleicht noch so Nettes gibt. Ja, ein Echo. Ein imperialer Offizier wollte hier ein Relikt verstecken. Ein Einsturz begrub sie und sie kam nie wieder raus. Offizier Crane, die Überreste einer imperialen Offizierin, die in der Höhle ein Relikt verstecken wollte. Als diese einstürzte, wurde sie unter den Trümmern begraben und starb. Ja, okay.
Ah, komm, wenn wir schon dabei sind, versuchen wir es einfach mal. Nee, wir kommen da hinten nicht hin. Hab gehofft, vielleicht... Ja, nee. Enorm hoch springen können auch nicht. Vielleicht irgendwann. Wäre schon cool. Gut, ich würde mal gerne wissen, ob wir hier mit dem Aufzug auch wieder runterkommen. Dann würde ich da jetzt hochfahren. Ich bin mir halt unsicher. Weißt du was? Ja, da drüben kommen wir auch auf keinen Fall hin. Ich wüsste nicht wie. Vielleicht kommen wir davon woanders noch hin. Genau. Ja, okay, die sind auch rot markiert, die Seile da. Da, das Seil existiert gar nicht. Okay. Komm, ich würde sagen, wir fahren einfach mal hoch und gucken dann, ob wir oben auch wieder hochkommen. Wäre schön, wäre sehr, sehr schön. Wenn wir auch wieder von oben runterkommen würden. Habe ich gerade eben da hochkommen? Egal. Ich bemerke auch gerade, dass ich absolut gar kein Leben mehr habe. Erstmal Echo wahrnehmen. Was soll das? Grabt weiter. Ich will seltene Artefakte, keinen wertlosen Firlefanz. She said Firlefanz. So, Eishorn-Ausgrabungen. Ein kaputter Topf, den die für Projekt Bohrer verantwortliche Offizierin zerschlagen hat. Sie war wütend, weil sie nicht fand, wonach sie suchte. Okay, da kommen wir auch wieder runter nach... Da, ah, und dann kommen wir wahrscheinlich da zurück, okay. Ich würde ja mal gerne wissen, was da so ist. Zurück kommen wir ja. Hä? Rutsche ich da jetzt runter oder? Da sind wir ja schon irgendwie lang gekommen, ne? Da waren wir ja schon. Ich habe zwar gerade absolut keine Ahnung, wo wir da waren. Wofür? Ach doch, dann sind wir so da lang gelaufen, okay. Dann hier wahrscheinlich an der Tür vorbei und dann darüber, okay, okay, okay. Dann laufen wir da jetzt mal nicht runter. Ja doch, das kann hinsauen, dass wir dann hier rüber sind und dann da hoch. Diesen Raum da rein. Gut, da wollen wir jetzt mal nicht hin. Wir rutschen hier einmal wieder runter. So. Und hier weiter. Und hier hoch. Und da durch. Und hier gegen die Wand. Da gegen die Wand. Und da gegen die Wand. Und da an das Seil. Und, okay. Gut, das wäre dann schon einmal geschafft. So, ich will mich bitte einmal wieder ausruhen, wieder Leben herstellen und einmal eine Fähigkeit freischalten. So, wir haben jetzt bei Macht freigeschaltet, wir haben Kampf, jetzt nehmen wir Leben. Ich glaube, wir nehmen mal Stim-Behälter, damit wir was mehr kriegen. Oder die Max... Ne, wir nehmen Stim-Behälter, so bekomme ich immerhin mal mehr, wenn ich Stims nutze, weil das nervt so langsam. Ich bekomme halt, wenn ich Stims nutze, irgendwie so, ich glaube, knapp oder gut die Hälfte meines Lebens wieder. Es wäre schon geil, wenn man da dann doch etwas mehr erhält als nur die Hälfte. Okay, da oben waren wir. Da oben waren... Oh, ach ja, die Türen, okay. Die kriegen wir alle noch nicht auf, auch nicht mit unserer Special-Macht. Leider.
Oder da? Doch, da waren wir, glaube ich, überall schon drin. Ach doch, das war, genau, das war in dem Raumschiff, wo wir dann, genau, wo wir dann hier den Strom und so brauchen, wo ich nicht verstanden habe, wie wir das hinkriegen. Ich will damit mal interagieren. Lass mich doch da. Ah, okay, jetzt ist der Aufzug von da oben wieder runtergekommen, ne? Genau das war das, wo wir gerade waren. Oder? Doch, ja, da waren wir gerade, okay. Nee, da wollten wir nicht mehr hin. Wir wollten. Bei dem waren wir auch schon darüber. Okay, zu dem da wollten wir hin. Ah, warte mal, hier unten war noch irgendwo eine Truhe, ne? Ne, das glänzt nur schön. Jo. Ja. Beißt halt tausendmal nach. Geht doch. Ich hasse diese Viecher, weil die immer einmal. Die fangen an zu beißen. Beißen dann so im Sekundentakt immer und immer und immer wieder. Und du hast einfach keine Chance dazwischen zu greifen und mal zurückzuhauen oder so. Du musst immer warten, bis die Dinger fertig sind, bis sie so ihren Teil erledigt haben. Und dann darfst du auch nochmal. Okay, ich gehe mal hier oben bei dem Dicken da lang. So. Und zwar will ich hier runter. So, das da ist auch noch da. Da laufen wir einfach mal dran vorbei. Alter. Ich verstehe ja auch nicht, was hier dem Jedi sein Problem ist. Das Jedi sein Problem ist so. Dass der Junge es nicht schafft, angegriffen zu werden und was dagegen zu tun. Was, er wird angegriffen, wird umgehauen, bleibt dann liegen, bis er nochmal geprügelt wird. Und irgendwann danach überlegt er sich dann vielleicht mal was zu tun. Sie sind viel weiter als gedacht. Das ist im Moment unwichtig. Das Imperium hat dich als den Jedi von Bracca identifiziert. Sie suchen bereits nach der Mantis. Könnt ihr mit der Mantis weg? Ein Triebwerkstart ist zu riskant. Durch die Entladung würden sie sofort auf uns aufmerksam. Ich komme so schnell wie möglich. Mhm. Da kann ich was machen. Da ist was grün. Wieso kann ich da was machen und hier irgendwo nicht? I don't check this. Ja, ich weiß, das ist, glaube ich, das beschissenste, also ziemlich das beschissenste Englisch, das man überhaupt sprechen kann, aber hey, muss so. Ich will irgendwie wissen, wo man da hinkommt. Ich würde sagen, wir meditieren erstmal. So. Ja, ich weiß, Fähigkeiten und so haben wir nicht, aber wir können einmal ausruhen, genau. Und dann einmal das hier öffnen. So, eine Abkürzung freigeschaltet, aber es ist... Oh, da war was. Datenbank? Oder? Taktischer Leitfaden? Ja, da haben wir ein paar. Okay, da gucken wir gleich mal rein. Erstmal will ich wirklich wissen, wo es hier lang geht. Da ging's nach rechts, habe ich gerade gesehen. Sieht mal über uns. Schieß ich wenigstens einigermaßen in deine Richtung? Yes.
Ja, komm erstmal hier oben hin, du Otto. Da ging es irgendwo nach rechts ab, das habe ich gesehen. Warte mal, da ist, glaube ich, da sieht man da irgendwo sogar eine Wand? Ne, sah gerade nur so aus. Da ging es irgendwo nach rechts, das habe ich gesehen. Das ist 100 Pro noch irgend so ein versteckter Ort. Da, tut mir leid, dass es jetzt länger dauert, aber da muss ich unbedingt hin. Ich sehe auch gerade, wir sind eigentlich schon über die Zeit, aber das ist mir egal, ich muss dahin. Sind wir jetzt oben? Ja, jede Sekunde. Da. Und es tut mir echt leid, aber wir rutschen wirklich nochmal. Denn da war wie so eine Wand wieder. Okay, das war Fail. Oder. Ja, nee, ich glaube, da kommt man gar nicht hin, ne? Nee, okay. Okay, mein Fehler, da kommt man gar nicht hin. Okay, nehmt's mir bitte nicht böse. Wirklich nicht böse sein. Also die letzten 2 Minuten sind jetzt, glaube ich, fast nur noch rutschen und Aufzug fahren. Ja. Es tut mir leid, aber ich kann da auch nichts für. Ich dachte echt, dass man da hin kann. Und naja, ich will halt dann auch alles so testen. Denn hätte es geklappt, wäre es halt echt geil gewesen. Man weiß ja auch nicht, dass es nicht klappt, ne? Da könnten wir jetzt noch eine Abkürzung freischalten. Ich weiß nicht, ob das so... Naja, das... Da laufe ich jetzt mal nicht noch extra hin. Das macht keinen Sinn. Da kann ich auch, wenn ich da irgendwann nochmal lang muss, kann ich dann auch einfach dann die Abkürzung freischalten. Das ist jetzt nicht so nötig. So, aber einmal erholen, denn... ich weiß jetzt nicht, ob wir eventuell nicht doch noch auf ein paar Leute treffen. Wenn wir jetzt hier lang laufen. Genau. Endlich mal easy gewonnen. Die Viecher nerven einfach. Kerl, ein Kampfläufer schießt auf uns und wir haben keine Waffen. Ist er das? Er soll sofort sein Hinter. Durchhalten, bin unterwegs. AT-ST besiegt. Bewegt. Options. AT-ST kann mit eigenen Granaten und Raketen sabotiert werden. Beine sind verwundbar. Der All-Terrain Scout Transport, kurz AT-ST,
oder Scoutläufer ist ein leichter, zweibeiniger Transporter für zwei Personen, der vom Galaktischen Imperium als Unterstützungseinheit für Bodentruppen eingesetzt wird. Er wird häufig für schnelle Aufklärungseinsätze und die Ortung kleinerer Bedrohungen genutzt, die den größeren AT-ATs ausgewichen sind. Während die am Kinn montierten mittelschweren Blasterkanonen eine Reichweite von 2 Klicks haben, sind die seitlich angebrachten Kanonen mit Raketen- und Erschütterungsgranaten für Angriffe auf feindliche Fahrzeuge und Bodentruppen in geringer Entfernung bestückt. Ja, das Ding kennen wir, ne? Ach, da. Okay, ich wusste. Krass, ich wusste nicht, dass da jetzt der Typ überlebt hat, aber okay. Naja. Jetzt lebt er nicht mehr. Ja, wir wissen alle. Umbringen ist böse. Gute Arbeit, Kleiner. Hey, du hast ein paar echt starke Moves. Sag mir nur, dass der Besuch nicht umsonst war. Ich habe das Grab eines Sephowaisen gefunden. Sie haben die Macht genutzt. Eine hochentwickelte Zivilisation von Machtnutzern verschwindet einfach. Kein Wunder, dass Meister Cordova von ihnen besessen war. Was war sonst noch? Vor ihrem Verschwinden reisten die Sepho zum Planeten Kashyyyk. Ah. Cordova hatte einen Wookiee-Freund namens Tafu. Können wir ihn aufspüren? Kashyyyk, also die Situation ist echt schlimm dort. Das Imperium setzt den armen Wookiee, ist wirklich ganz übel zu. Dann sollten wir kampfbereit sein. Du genießt dein neues Leben wohl. Das mit dem Kampfläufer hat dich selbstbewusster gemacht. Also, was ist das für ein Gefühl? Ihr meint mit der Macht? Ja, mit der Macht. Du hast gesagt, es kann einen überwältigen. Doch habe ich mich nicht umgebracht. Reden wir nicht darüber. Ja gut. Ich verstehe. Besser als du denkst. Warum habt ihr aufgehört, die Macht zu nutzen? Als die Auslöschung begann und die Klone uns angriffen, haben mein Padawan und ich uns mit einigen Jünglingen versteckt. Aber es ging nicht lange gut. Imperiale Patrouillen waren kurz davor, uns zu entdecken. Ich wollte sie von meinem Padawan Triller weglocken. Sie blieb zurück bei den Jünglingen. Ich wurde geschnappt. Und sie folterten mich. Sie wollten mehr über die anderen erfahren, wie viele es waren, aber vor allen Dingen ging es ihnen um Cordova und sein Ziel. Aber ihr seid entkommen. Ja, bei einem Gefängnisaufstand. Es bot sich eine Gelegenheit und ich ergriff sie. Sie hatten mich fast gebrochen. Und ich bin nicht mehr dieselbe wie früher, Kerl. Euer Padawan. Hat sie überlebt? Nein. Und darum können wir nicht aufgeben. Die Entbehrungen derer, die uns am nächsten standen, wären umsonst gewesen. Krass. Okay, diese eine Sache lesen wir noch. Cyrus Padawan. Cyrus erzählt von einem schrecklichen Ereignis in ihrer Vergangenheit. Während der Jedi-Auslöschung war sie vom Imperium festgesetzt und gefoltert worden. Während ihr jedoch die Flucht gelang, hatte ihr Padawan weniger Glück. Selbst Jahre später ist sie von diesem Ereignis noch gezeichnet und weigert sich, die Macht zu nutzen. Kann man irgendwie... Verstehe jetzt nicht wirklich. Es ist ein Game, aber... Ja... So. Gut, wir sind immer noch hier. Da. Ja, mit der rede ich vielleicht später, aber hier, da können wir was machen. Ja, wirklich. Ja, neue Samen gepflanzt. Grease ist kein so übler Gärtner. So. Ich würde sagen. Wir gucken gerade einmal noch ganz kurz nach dem Lichtschwert. Es ist echt das Letzte. Boah, in dem Game gibt es so viel, was ich machen will. Das ist unglaublich. So. Farbe grün, glaube ich. Lassen wir. Sender. Haben wir da überhaupt was Neues? Nope. Boah, das hat auch was, ne? So, dann lassen wir den mal.
Ja. Gut, da haben wir auch nichts wirklich Neues. Das hat aber auch irgendwie was, ne? Wie sähe es denn aus, wenn wir das nehmen und... Pflicht und Entschlossenheit 2. Um so ein bisschen in die Richtung Leder zu gehen. Das Jartapa, das sieht auch eigentlich irgendwie geil aus. Das wäre auch cool, aber das ist halt golden. Kaum golden will ich eigentlich nicht haben. Ne, ich lass das. Ja, das. Gut, und dann meditieren wir einmal. Ja, was Neues haben wir leider noch nicht. Gut. Oder okay. Ich sag mal nicht gut, ich sag mal okay. Okay. Ja, und damit wäre es das dann auch jetzt für dieses Let's Play. Es ist leider Gottes doch wieder länger geworden, aber ich kann auch bei diesem... Ich kann bei dem Game einfach nicht aufhören zu zocken. Das ist unglaublich. Naja. Es ist wieder was länger geworden. Aber es ist okay. Damit sage ich dann auch bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao.